Heute für euch 5 krasse Disney-Theorien. Viel Spaß! Nummer 5. Schneewittchen und die 7 Zwerge. Der Name der bösen Königin sagt alles, was man über sie im Klassiker von Disneys Schneewittchen wissen muss. Hierbei nimmt sie die Form einer hässlichen alten Frau an und beginnt, das Mädchen mit falschen Versprechungen zu täuschen. Nachdem Disney-Fans realisierten, dass die böse Königin Gothel aus Rapunzel zum Verwirren ähnlich ist, bemerkten sie auch, dass es beiden wichtig ist, jung und schön zu sein. Und dies realisieren beide, wie sollte es auch anders sein, indem sie junge Mädchen zu ihrem Vorteil ausnutzen. So soll die böse Königin, nachdem sie bei der ersten Prinzessin gescheitert ist, zur nächsten übergegangen sein. Kommen wir zur Nummer 4. Toy Story 2. Die größte Aufmerksamkeit des Films kommt den Spielsachen zuteil. Allerdings ist ihr Eigentümer Andy genauso wichtig. Aber die Abenteuer, die er mit seinen Spielsachen erlebt und die Notwendigkeit, diese aufzugeben, als er älter wird, liegt scheinbar in seiner Familie. In Toy Story 2 haben Fans herausgefunden, dass Jessie ursprünglich einem Mädchen namens Emily gehörte, bevor sie weggegeben wurde. Einige Anhänger behaupten nun, dass Pixar es vollkommen deutlich gemacht hat, dass Emily in Wirklichkeit die Mutter von Andy ist. Im ersten Teil von Toy Story spielt Andy mit Woody, während er den Hut von Jessie trägt. Dies ist rein zufällig derselbe Hut, den Emily trug, als sie jünger war. Nachdem 30 Jahre vergangen sind, seitdem Emily Jessie weggegeben hat, dürfte Andys Mutter im entsprechenden Alter sein. Dies liefert ein Happy End für die Geschichte von Jessie. Nummer 3. Aladdin. Die Geschichte von Aladdin, dem durch eine magische Lampe 3 Wünsche gewährt werden, wird von einem Genie erzählt. Aber was ist, wenn die Geschichte nicht Jahrhunderte in der Vergangenheit von Agrabah spielt, wenn es in Wirklichkeit Tausende von Jahren in der Zukunft spielt? Als er von Aladdin befreit wird, behauptet Genie, dass er in der Lampe seit Tausenden von Jahren eingesperrt war. Wie kann er dann Witze über modernere Filme und Berühmtheiten machen? Ob ihr es glaubt oder nicht. Einige Fans glauben, dass Genie in unserer Zeit Tausende von Jahren gefangen war, ehe die Welt eine Katastrophe erlebte und die Menschheit wieder zurück zu ihren Anfängen geworfen wurde. Weiter geht's zur Nummer 2. Oben. Kein Pixar-Anhänger wird die Anfangsszene von Oben, in deren Verlauf sich Carl Fredrickson sich verliebt, alt wird und schließlich seine Frau verliert, vergessen. Allein lebend ist es nur eine Frage der Zeit, bis Carls Temperament ihn ins Grab bringt. Bevor es aber soweit ist, flüchtet er, um die Welt zu sehen, indem er Tausende von Ballons an sein Haus bindet. Oder ist er vielleicht doch gestorben? Es ist zu traurig, aber einige Fans denken, dass Carl in Wirklichkeit in der Nacht gestorben ist, bevor er sich auf dem Weg nach Shady Oaks machen konnte. Und dass das erlebte Abenteuer seine letzte Reise zum Leben nach dem Tod ist. Unsere heutige Nummer 1. Frozen. Laut den Aussagen der Frozen-Macher Jennifer Lee und Chris Buck sind Anna und Elsa die Schwestern von Tarzan. Laut ihren Antworten beim Reddit Ask Me Anything ist das Königspaar nämlich nicht beim Sturm gestorben. Sie sind jedoch ziemlich stark vom Kurs abgekommen. Die weitere Geschichte der Eltern von Anna und Elsa ist wie folgt. Nachdem sie an die Küste einer Dschungelinsel gespült wurden, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. Sie errichteten ein Baumhaus und wurden wenig später von einem Leoparden gefressen. Den Disney-Experten unter euch fällt schnell auf, dass dies die Geschichte von Tarzans Eltern ist. Dementsprechend wären Anna, Elsa und Tarzan Geschwister. Mehrere Hinweise bestätigen diese Aussage. Nicht nur, dass Chris Buck auch der Regisseur der Tarzan-Verfilmung von Disney war, die beiden Elternpaare sehen sich auch ziemlich ähnlich. Glaubt ihr an diese Theorien oder findet ihr sie zu weit hergeholt? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren. Ansonsten könnt ihr das Video jetzt noch mit Freunden teilen. Einfach in die Mitte oder auf den Link in der Infobox klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!